Aus reinem Zufall habe ich einen Shortcut gefunden, mit dem Sie Ihre Mitarbeiter über Teams Video überwachen können. Hört sich jetzt wirklich unglaublich an, ist mit Sicherheit höchst bedenklich und deswegen möchte ich Ihnen das zeigen, damit möglichst viele Leute davon Wind bekommen, was da eigentlich passiert. Es widerspricht meinem Ethos letztendlich von Mitarbeiterführung, aber letztendlich gibt es bestimmt genügend Chefs, die das anders sehen und es anwenden wollen. Deswegen, ich zeige Ihnen jetzt ganz genau, wie das funktioniert. Und bevor wir uns das genau angucken, abonnieren Sie den Kanal und verbreiten Sie dieses Video möglichst weit weiter, damit jeder sieht, was da passiert. Wir gucken uns das an. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit Optimierung von Unternehmen. Und was ich jetzt aus Zufall herausgefunden habe, das ist wirklich ziemlich unglaublich und das möchte ich Ihnen einfach mal zeigen. Aber vorher ein ganz klarer Disclaimer. Das, was Sie jetzt sehen werden, erfolgt alles auf eigenes Risiko. Ich zeige es Ihnen, ich möchte, dass es geteilt wird, dass das wirklich bekannt ist, aber alles bitte auf eigenes Risiko. Ich übernehme dafür keine Haftung. Wie das Ganze jetzt richtig funktioniert, wir gehen dazu einfach in Teams, in den Reiter Anrufe. Und dann sehen Sie normalerweise, wenn Sie Administratorenrechte haben, hier entsprechend Ihre Mitarbeiter drin. Und wichtig ist, es braucht Adminrechte, sonst funktioniert das Ganze nicht wirklich. Und damit Sie jetzt wirklich die Kamera einschalten können bei Ihrem Mitarbeiter, müssen Sie einfach, wir brauchen dann die Z-Taste, das ist wichtig. Und nochmal, die Z-Taste ist im deutschen Tastaturlayout auch ein bisschen blöd angeordnet. Im Englischen ist die da, wo unser Y ist. Deswegen ist bei uns Deutschen quasi das mit einer relativ großen Verrenkung verbunden. Also Sie müssen drücken Steuerung, Windows und Z und dann quasi auf das Symbol von Ihrem Mitarbeiter entsprechend drücken, damit sich das aufbaut. So, wir sehen jetzt wirklich durch das Kamera durch einfach, was da so passiert. Und das ist eigentlich jetzt ja reiner Zufall gewesen, dass wir es das eben gefunden hatten. Also das kann auch dann eben blöd laufen. Und vor allem, wenn wir jetzt die gleiche Tastatur nochmal drücken, nämlich Steuerung, Windows und Z, dann sehen wir auch noch den Bildschirm quasi von demjenigen, der da eben entsprechend ja, überwacht wird. Es ist wirklich schwierig, aber jetzt kommt hier entsprechend auch noch dann der Bildschirm, dass man eben genau sieht, was da eben passiert oder eben auch nicht passiert. Das Ganze beenden wieder ganz normal eben über den Verlassen-Knopf oben am links. Ich gehe jetzt hier mal wieder raus. Wie gesagt, ich war relativ schockiert, wie man das gesehen hat und machen sich selber darüber Ihre Gedanken, was das wirklich bedeuten kann. Also deswegen tatsächlich Steuerung, Windows und Z, wenn Sie nicht rankommen, weil Sie kurze Finger haben, müssen Sie vielleicht mit einem Löffel arbeiten oder sowas. Aber probieren Sie es mal aus, das ist wirklich unfassbar. Damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.
Dieses Video war natürlich ein April-Scherz. Wir haben es am 1. April veröffentlicht, damit wir einfach mal zeigen können und ein bisschen auch sensibilisieren wollen, was das Thema Datenschutz wirklich angeht. Es ist alles erstunken und erlogen, diese Funktion gibt es nicht, sondern wir haben sie einfach nachgebaut, indem ich einen üblichen Videoanruf gestellt habe und Cora hat einfach diesen Videoanruf angenommen. Sie hat also mitgespielt, es war einfach nur gestellt. Aber letztendlich geht es darum, überlegen Sie sich mal, was über digitale Medien eigentlich wirklich tatsächlich passieren kann, würde man das tatsächlich missbrauchen. Und dafür war es halt ein ganz schöner Impuls. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video.